Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handpuppen unter der Lupe. Heute mit, nein, das ist nicht Lady Gaga, sieht zwar so aus und ist vielleicht auch ein bisschen Gaga, aber das ist, soll eine Art Quasselmonster sein, beziehungsweise ein Quasselwurm-Ente, ist von der Firma Living Puppets und wie diese nette kleine Lady Gaga, beziehungsweise die Ente, im Detail aussieht, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Die Ente hat da hier oben auf ihrem Kopf einen kleinen Kamm bzw. einen kleinen Haarbuschel, der sich ungefähr von hier vorne bis hier erstreckt, also ungefähr über 5 cm. Haare sind ganz lustig. Vorne das Gesicht bei den Augen, das sind diese Standard Living Puppets Augen bzw. auch als Teddy Augen bekannt. Das Obermaterial ist, ihr müsst euch das vorstellen, wie so eine Art kuscheliges Handtuch. Beim Schnabel ist es so, dieses Material, was wir auch von den Living Puppets kennen, das Schnabelmaterial. Innen drinne das Klappmaul ist mit einer Zunge, die nicht bespielbar ist. Keine Details, irgendwie wie Zähne oder sowas, wäre auch bei einer Ente echt total Banane. Was noch weiter bei der Ente ist, sind hier an der Seite so kleine Flügel. Die sind leider nicht bespielbar, wäre natürlich auch schwerlich. Vielleicht kann man sich selber da was basteln mit kleinen Stäben, die man dann dementsprechend an den Flügeln befestigt. Dann hat die Ente noch hier unten zwei kleine Füßchen. Der Tunneleingang befindet sich hier am unteren Ende, da wo normalerweise das Hinterteil wäre. Schön, dass es bis ganz unten durchgeht. Von der Verarbeitung habe ich jetzt keine Fehler entdeckt. Das Einzige, was ich ein bisschen als negativ aufführe, ist, dass man den Schnabel nicht wirklich gut öffnen und schließen kann. Das liegt, denke ich mal, ganz einfach an dem Schnitt des Klappmauls. Es hätte einfach vielleicht hier noch ein bisschen weiter rumführen müssen. Also wenn ihr euch die Ente trotzdem holen wollt, mir ist sie ganz sympathisch gewesen. Tanja hat gesagt, die ist ja gruselig, die will ich nicht behalten. Und ich finde sie ganz lustig, aber ja, ich finde es, wie gesagt, sehr schade, dass man das Klappmaul nicht richtig bewegen kann. Trotz, wenn ich die hier unten festhalte, wirkt das halt nicht richtig. Nicht richtig schön. Ja, dennoch lustiges Teil, beziehungsweise lustige Handpuppe. Preislich liegt die Quasselwurm-Ente bei 21 Euro, beziehungsweise 22 Euro. Ist von der Länge hier oben, vom Kopfansatz bis unten zu den Füßen gemessen, 32 cm lang. Mich würden eure Meinungen zu der Quasselwurm-Ente interessieren, wie das für euch vom Spielgefühl ist. Ob ihr damit besser klarkommt, ob euch das genauso stört, wie es mich gestört hat beim Probespielen. Dennoch finde ich die Ente ganz toll, ist wirklich, wie gesagt, sauber gearbeitet. Preislich kann man dazu nichts sagen. Für den Einstieg ist sie allerdings nicht so geeignet, wie ich finde. Da sind die anderen Quasselwürmer besser. Wer die Ente nicht mag und diese Lady Gaga lieber der anderen Lady Gaga vorzieht, der kann jetzt sofort den CD-Player einschalten oder den MP3-Player und sich der Lady Gaga widmen. Ich auf jeden Fall verabschiede mich von euch. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Hannes.